NDR 2 präsentiert. Friseins an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Yvonne aus Wälde sagt, Oma Rosi, mein Mann hat einen hässlichen Weihnachtsbaum besorgt. Nicht mal Nordmann. Und jetzt sind die schön alle weg. Was soll ich tun? Ja, Yvonne, gar nichts. Ich kenne es noch, dass man den Baum sowieso erst Heiligabend vormittags besorgt hat. Das geht natürlich heutzutage nicht mehr. Da muss man ja noch ein Paket Geflügelsoße aus dem Supermarkt holen und 2 Stunden vor der Kasse stehen. Oma. Nee, Yvonne, und dann hat man sich eine schöne Blaufichte noch geholt. Und die wurde einfach hinten ins Auto geschoben, weil Netze gab's da noch gar nicht. Und wir Kinder saßen mit der Köppe dazwischen auf der Rückbank. Das Ding hatte Nadeln so spitz wie ein Haufen Seeigel. Oma, übertreib's nicht. Du warst doch gar nicht dabei. In die gewaltigen Lücken musste man Zweige reinbohren und bei jeder Kugel, die man mit dem Anhänger da drüber juckeln wollte, knallten dir die Nadeln in die Augen, als würde dir eine Qualle ihre feurigen Tentakeln in die Fresse peitschen. Oma! Aber dann, Stunden später, wurde das Bescherungszimmer geöffnet und wir Kinder sahen zum allerersten Mal den Baum mit Kerzen und allem drum und dran. Die Regensburger Domspatzen sangen, und der Duft vom Tannenbaum raubte uns die Sinne. Ja, also, was willst du uns jetzt eigentlich sagen? Ja, nein, also Yvonne und alle anderen, mal ganz ehrlich. Ihr sitzt doch auch teilweise in Sneakersöckchen am Esstisch und der Ansatz schimmert schon wieder durch die Haare. Und dann darf so eine Fichte nicht 2 Spitzen haben. Eure Tante Rita dreht ihr ja auch nicht mit der schlechten Seite zum Bücherregal. Oma, das kannst du doch so nicht sagen, es ist Weihnachten. Nein, Omi macht nur Spaß. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und guten Rutsch. Wir hören.